Folge 256 von Simotrans. Ja, wir haben hier einen Stau und den müssen wir jetzt erstmal erledigen, ne? Jetzt müssen wir mal reingucken. Ah, ich habe schon wieder WASD gedrückt, das reicht schon wieder, ne? Alles klar. Wir haben aber keinen WASD. warum wird hier nicht durchgefahren? Was wartet er denn? Der steht da irgendwie nicht, ne? Der steht da, okay. Wo will er denn jetzt hin? Kohlemine, Kakabre. Kohlekraftwerk. Kohlemine, der fährt also durch hier. Kriegt aber dieses Signal hier und will jetzt irgendwo hinfahren, wo er nicht hinfahren kann, richtig? Was war das? B? B ist es. Tja. Und B kriege ich jetzt wieder nicht mehr weg. Gut, doch, so geht's. Das heißt, der darf hier keinen, der muss hier einen Halt haben, damit er durchfährt, ne? Gucken wir mal, wo das so hier ist. Das ist da. Da wollte die Kohle ja weg. Hä? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Kohlekraftwerk. Südostwald. Chemie. Der Stopp ist doch da, ne? Ach, da steht einer im Gleis und deswegen will er da hin und dann darf er nicht, oder was? Jetzt habe ich die Hardex und Chemiewerk dazugefügt. Das ist da drüber passiert, genau. So. Machen wir das Fenster hier, das dahinter erstmal weg. So, jetzt haben wir das. Ist hier passt. Dann da ist das Gleis auch sehr schön. Hier fährt er da jetzt lang. In Südostwald. Jetzt hat er hier noch einen Stopp. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ja, geht wieder nicht, weil jetzt der Fahrplan geöffnet war, ne? Alles klar, läuft. Blockiert, 4485. Jetzt kann er. Machen wir das mal weg. Was ist jetzt blockiert? Oder was funktioniert jetzt nicht? Das ist eine Diesellok. Kann also fahren. Warum kann er jetzt nicht? Fahren wir zum Depot und fahren wir ein Stück weiter. Oh, der hat eine Gummikupplung hier, wa? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum der nicht weiterfuhr. Jetzt fährt er zurück. Bis dahin. Wollen wir hoffen. Der nächste steht da unten schon wieder. Aber der fährt ja raus. Er fährt jetzt durch. Sehr interessant, dass er vorher nicht durchgefahren ist. Das ist wegen dem doofen Halt hier, ne? Da haben wir irgendwie was falsch gemacht. Obwohl, er fährt da hinten rein, aber von dort. Keine Ahnung, warum er so rumfährt. Gibt's auch kein Einbahnstraßenschild oder sowas? Schwierig. So, der fährt aber gleich durch. Und er ist jetzt hier unser Problem, oder was? Ne, der fährt jetzt auch, wo das Gleis frei ist. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. So, wo sind wir?
Hier waren wir überall. Das ist auch erledigt. Das ist auch erledigt. Wir sind übergesetzt, ne? Wir müssen nach Döbeln da unten irgendwo hin. Hier ist unser Bahnhof, den wir machen wollen. Oh oh. Da wird schon unser Problem in der Stadt. Hier waren wir zuletzt, genau. Und da müssen wir da oben gucken. Aber wir wollen ja eigentlich keine Bahnhöfe mal machen, haben wir gesagt. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die roten Zahlen loswerden. Zeigen wir nochmal den Dingens. Wo war der jetzt hier? Da. 4,6, das ist nicht gut. Ja, das ändert sich gerade nicht. So, der fährt Gewinn ein. Jetzt müssen wir mal hier Gewinn machen. Absteigend. Wie? Die fahren alle Gewinne ein, oder wie sehe ich das? Was haben wir denn? Dezember? Nee. Hä? Die fahren alle plus ein oder was? Na, da sind die Nullen. Die stehen halt alle gerade. Ah, da gibt's keine roten Zahlen mehr. Alles klar, ich dachte, es gäbe rote Zahlen. Da gibt's jetzt ein Minus. Früher war das mal ein Dingens, ne? Hier eine 500.000 Minus. Ist kein Gewinn. Wo ist er denn jetzt hier? Er fährt keinen Stahl. Er fährt freudig durch die Gegend und macht nix, ne? Macht miese, sagen wir's so. Hier ist die Zahl auch rot. Der fährt ja nur Stahl. Aber 230 Tonnen hat er sogar geladen. Vielleicht sollten wir mal da gucken, dass der hier 100% lädt, oder? Die Linie ändern also, die Stahllinie ändern. Da war das Stück gut, ist aber nicht das Richtige. Linie ändern. Hardexen braucht 100% dann, oder? Für dich. Und nur gucken, was mit ihm wird. Wo ist er denn? Da. Warum kommt er denn? Ach, da kommt ja so eine Bimmelbahn. Ja. Und da hinten steht einer drin. Die Postkutsche. Ja, das muss alles unbedingt geändert werden, ne? Gut, lass mal gerade schnell laufen. Schon auf dem Rückweg. Kommt hier an. Dieses Durchfahrtssignal ist zwar super, aber das Problem, was wir haben, die haben das H-Schild hier für Halt. So, er wartet da jetzt. Und er hier. Fährt hier gerade auch ein. Der tritt gut. Auf der Linie Holz. Sehr interessant. Ja, der fährt jetzt auch mit viel Geld da durch die Gegend. Der soll Kohle liefern, ne? Ist doch auch Müll. Na, ist doch auch doof dann.
Was hat er hier? Er macht Hunutsholz. Deswegen kann er nicht Linie Holz fahren. Schäbig. Das heißt, wir müssen eine neue Linie machen. Hadexen Stahlwerk gegen. Toll, oder? Da hat jemand zugehört. So, was haben wir denn jetzt hier? Riedenburg, Rathaus, Bahnhof. Ach so, das ist hier, ja. Wer ist das jetzt? Das ist der Kohlezug. Okay, das wollen wir dann auch als Kohlezug jetzt mal machen. Das muss erstmal weg. Wir müssen nochmal in die Linienverwaltung. Und wir wollen Zug, wollen eine neue Linie. Jetzt müssen wir da gerade runter. Machen hier mal einen Stopp und fahren dann hoch. Und hier den Stopp. Gut, und der soll in Riedenburg 100% haben. So, passt. Fahrplan steht. Linie 62 ist das nicht. Kohle. Stahl. Werk. Güterzug, Kohlestahlwerk. Enter. Und der hier, der hält alles auf, ne? Ach, er steht jetzt ja hier. Fahrplan ändern. Güterzug, Kohle, Stahlwerk, da ist es. Fertig. Fertig. Kann zu. Und er wartet jetzt da, so wie sie das gehört. Falsche Taste. So, und er bringt da Holz durch die Gegend, hat aber auch keins, ne? Wo kommt das Holz weg? Hier per Schiff, glaube. Aber wo fährt der hin? Aber die Linie gibt's ja, ne? Das ist ja die Holzlinie. Wo muss der denn stehen? Ah, ich glaube auch hier, ne? Bringt doch das Palettenholz dahin, oder? Oder warte mal, nee, da ist ja das Sägewerk da oben, ne? Genau. Der kriegt Holz vom Wald. Wo ist der Wald? Ja, genau. Und das wird hier rumgeschippert, glaube ich. Ja, ist nicht so einfach, ne? Wenn man da so lange spielt, dann sind schon viele verwegene Wege da. Das müssen wir mal gucken. Der fährt jetzt das Holz aber da hinten hin, angeblich. Ist überfüllt, findet keinen Weg mehr.
Wieso findet er keinen Weg mehr? Wo will der denn hin? Ungültiger Eintrag, wo ist der denn? Hier. Gerstemühle Getreidehof, da müssen wir dann da was ändern, ne? Gerstemühle Getreidehof. Gerstemühle Getreidehof. Linie bearbeiten. Einfügen. Da. Und löschen. Da. Und fertig. Und fertig. Und fertig. Kann zu. Kann er nicht, weil, ne? Lösung ist Depot, oder wie war das? Jetzt fährt er. Ins Depot. Gut gemacht. Ich dachte, das Depot wäre da hinten, weil er umgedreht hat, aber naja, dann ist das so. Läuft auf jeden Fall. Wo hält denn der jetzt an? Warum hält der mitten im Gleis an? Weil da das Signal ist. Einbahnstraße. Da müssen wir das erstmal wegmachen, oder? Findet keinen Weg mehr. Ich hoffe, er nimmt das wieder auf. Das ist woanders. Der nimmt Holz. Das ist schon mal gut. Findet keinen Weg mehr. Oh, warum findet er jetzt keinen Weg mehr? Wo ist jetzt hier das Problem? Freier Wegpunkt. Keine Linie mehr. Warum hat er keine Linie mehr? Gerstemühle Getreidehof, das war's doch, oder? Steht auch wieder keiner. Findet keinen Weg mehr. Wo liegt da das Problem? Aha, da liegt das Problem. Ja, da muss der da hin, in den Bahnhof rein wahrscheinlich, ne? Dann brauchen wir nur das Ende dahinter zufügen. Und löschen den da raus. Ja, gestaltet sich manchmal schwierig, ne? So, jetzt sollte das aber klappen, oder? Oh, jetzt findet er wieder keinen freien Wegpunkt mehr. Jetzt hat er wieder keine Linie mehr. So, ich hoffe, jetzt klappt's. Jetzt fährt er auf jeden Fall da hinten hin. Gut. Er wird beladen, das ist auch gut. Passt erstmal alles, oder? Dann würde ich jetzt mal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Marge sieht gut aus, oder? Bis dann.